Und mir klopfen die Männer auf die Schulter und sagen, ah, du schaust einen Tag oder zwei Tage auf Kinder. Und wenn die Frau irgendwie eine Selbstpatient schafft, ist es nicht zu viel. Und so. Und wir sind dort überhaupt nicht so. Quenz, wieso ist der Mai der beste Monat, den es gibt? Ja, weil Mai einfach alles fängt an. Also schon vorher, aber der Mai so, der explodiert. So. Die Natur explodiert. Es wird alles so bunt. In der Natur hat man das Gefühl, sie sind sich alle am Paaren. Also es ist viel Liebe und Energie rum. Ja, auf deinem neuen Album «Mai» singst du ja so ein bisschen querbeet von Matrosen, der Liebe, der Natur bis hin zu der Langstrasse. Wieso die Langstrasse? Ja, ich lebe ja zurzeit an der Langstrasse und kenne die Strasse eigentlich, würde ich behaupten, sehr gut, weil ich sie einfach zu jeder Jahres-, Tages- und Wochenzeit gesehen habe. Irgendwie ganz spät in der Nacht heimkommen von einem Gig, irgendwie morgen um 3 Uhr laufen oder am Morgen um 6 Uhr mit einem kleinen schreienden Baby, der muss beruhigt werden laufen oder die Nacht. Also, wenn man die Langstrasse wohnt, dann kommt man sehr viel mit über. Und bist du auch in Zürich unter der Langstrasse? Kann man das jemals? An der Langstrasse weiss ich nicht, in Zürich. Ja. Langstrasse ist einfach. Es ist schon ein interessantes Pflaster. Es geht extrem viel. Und das macht aber auch müde. Ich glaube, man merkt gerade jetzt, auch wenn man jetzt irgendwie ein Kind hat und Familie hat, dann ist es schon zum Teil eher ermüdend als cool. Also, wo wir das Zweite sind, haben wir sehr genossen, viel rausgegangen, viel auswärts essen und halt dort sein und so. Und mit dem Kind hat man, glaube ich, andere Prioritäten irgendwie. Und hast du nämlich Angst so um dich und den Emil, oder? Machst du dann einfach einen Bogen? Ja klar, mache ich einen Bogen, ja. Aber Angst in dem Sinne eigentlich nicht, weil es ist ja meistens nicht Aggression gegenüber dir. Ich bin halt wirklich in einer heilen Welt aufgewachsen. Also, ich bin zu Mausi aufgewachsen mit irgendwie 1000 Einwohnern. Es ist wirklich ein Dorf so auf dem Land und das kenne ich gar nicht irgendwie. Unvernünftig werden ja die meisten Luzerner einmal im Jahr, und zwar an der Fasnacht. In deinem Lied «Aff» besingst du die fünfte Jahreszeit, genau. Wie wir das nennen. Genau. Wann hast du das letzte Mal so einen richtigen Off gehabt? Ja, das war, glaube ich, echt an Weihnachten gewesen. So. Nein, es war gar nicht richtig ein Off. Es ist tatsächlich so, glaube ich, als Vater hat man andere Prioritäten. Dann ist man irgendwie so, ach, ich muss morgen wieder aufstehen, komm, ich gehe jetzt heim. Also hast du geruhigt, würdest du sagen? Ja, absolut. Ja, mit dem ganzen Corona sowieso ist ja nicht mehr. Aber los, ist es Corona oder ist es das Kind? Ja, schon, glaube ich, eher noch Corona. Also, ja, nein, das Kind sicher auch, aber meine, also, dass ich jetzt gar nicht mehr rausgehe, das wäre ja, fände ich mega schlimm. Also ich freue mich, wenn wir wieder leben können und wieder rausgehen können und, wie vorher schon gesagt, wieder mal ein bisschen masslos sein. Du bist gerne masslos, oder? Ja, ab und zu, ja. Ich find's und trinkfest auch? Das weiß ich nicht. Nein. Also trinkfest, das würde heissen, dass ich mega viel mag verleiht. Ich glaube es nicht. Ich habe es schon mega klein, sehr lustig. Zum allerersten Mal gibt es ja auch ein Duett, und zwar mit der Co. Ist dir von Anfang an klar gewesen, mit wem du zusammenspannen willst? Nein, gar nicht. Ich habe den Song geschrieben und habe gewusst, wie das Duett. Und am Anfang musste immer meine Frau haben. Die singt ja auch recht gut. Und dann haben wir gesagt, sing mal das. Nein, sing die andere Linie. Nein, mach es mal so. Nein, sing mal so. Die hat schon brav mitgemacht, hat das super gemacht. Und ich habe gewusst, ich wollte jemanden, der stimmlich muss passen, persönlich muss passen. Es ist so, ich habe noch nie ein Duett gehabt. Und ich dachte, das erste Duett muss. Ja, das ist halt irgendwie so. Muss bam, so. Ja, es muss einfach mega passen. Und dann. Wieso ist dann nicht deine Frau geblieben? Für diesen Song ist so, habe ich stimmlich auch noch jemanden gesucht, der noch etwas anders singt als meine Frau. Und wir haben Go, das ist einfach ein. Das ist eine Stimme, das ist ein Röhren, oder? Also im positiven Sinn gemeint. Ich habe mich mega gefreut, dass sie zugesagt hat. Euch verbindet ja nicht nur jetzt ein Lied, sondern noch etwas anderes. Ihr seid beides frischgebackene Eltern, nicht vom gleichen Kind, muss man sagen. Stimmt! Merkt man das so unter Musikerkollegen, dass sich da irgendwie auch so ein bisschen gemeinsame Welten auftun? Für mich ist Kind nicht so ein. Das ist nicht falsch, also nicht falsch, nicht so ein einschneidendes Ding, das nachher das ganze Leben verändert. Das tut zwar das ganze Leben verändern, aber mein Arbeiten als Musiker, ich bin immer noch cool. Gerade jetzt in dem Business, wo du keine Struktur hast und du musst irgendwie
dass sie eine Struktur reinbringen, weil nebenzu ist eben noch eine Frau, die dann arbeitet, die Struktur hat, und das Kind braucht Struktur. Und du bist da und sagst, ah nein, ich hätte jetzt eigentlich morgen, morgen lieber noch bis um 9 Uhr schlafen, ich habe bis jetzt Nacht um 1 oder 2 Uhr müssen arbeiten, aber das geht halt nicht. Mhm. Du hast ja, glaube ich, Montag, Dienstag, Papi-Tag. Genau. Ist das für euch von Anfang an klar gewesen, dass ihr euch so die ältere Zeit teilt? Ja, voll. Meine Frau ist, hat einen super Job, die hat studiert und ich fände es mega blöd, wenn sie jetzt, also sie hat ja nie wollen, einfach nur daheim sein. Sie will ja auch zu Kindern schauen. Also ja, ist ja ein aktiver Entscheid. Irgendwie. Und die Diskussion ist ja immer so, mich klopfen die Männer auf die Schulter und sagen, ah, oh, dann schaust du einen Tag oder zwei Tage auf die Kinder, und wenn die Frau irgendwie eine Selbstprozent schafft, ist es nicht zu viel und so. Und wir sind dort überhaupt nicht so. Ich finde, es ist so, wenn es möglich ist, 50-50 finde ich super. Persönlich, für uns stimmt das mega. Und hast du es im Griff? Total. Funktioniert? Total. Ja, ich meine, wenn du Hälfte Zeit, also wenn du alles so steilst, dann ist auch klar, auch du gehst die Nacht auf, wenn das Kind Fieber hat. Du machst alles gleich. Sie macht zum Teil Sachen einfach besser als ich. Und umgekehrt. Auf dem neuen Album singst du unter anderem, man darf gar nicht studieren, was alles passieren kann. Ja. Was für ein Papi bist du? Locker oder überfürsorglich? Ja, also meine Frau würde jetzt sagen, ich bin überfürsorglich, aber ich habe das Gefühl, ich bin schon recht easy. Aber hast du mir auch schon ab dem Bett gehabt? Weißt du, so. Oh nein! Es passiert halt Sachen. Aber ich schaue natürlich schon. Also wenn... Aber ohne Schaden ab dem Bett geht. Ja, ohne Schaden. Ja, die Lampe nicht gerissen und dann ist alles okay. Was ist das Schönste am Papi sein? Hey, im Fall einfach einen freien Tag zu haben und nur mit dem Emil etwas zu machen. Und was machen wir? Ja, ich gehe mega gerne Zug fahren mit. Ich kann ja das Gia und dann gehe ich Zug fahren. Irgendwo. Findet ihr cool? Ja, den Spielwagen findet ihr doch cool. Es gibt leider immer weniger die Spielwagen mit der Rutschbahn. Was ist das Schwierigste? Ich glaube, Nerven zu behalten. Am Anfang war es eher mühsam, viel geschrauben, und nachher jetzt kommt es immer besser. Vor allem jetzt, wo da laufen. So halt wie alle Kinder, wenn sie können davon laufen und selber etwas machen, dann finden sie es mega cool. Und mehr Papi oder Mami? Ich glaube schon mehr Mami. Ja? Ja. Hey, Buben, ich bin doch auch mehr Mami gewesen, ist doch klar. Mami ist das Beste. Ich finde das Mami auch das Beste, oder? Also, im Emil seine Mami finde ich auch das Beste. Gibt es eigentlich auf deinem neuen Album ein Lied, das du irgendwie konkret für den Emil oder Jenny geschrieben hast? Du ist für Jenny natürlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ist sie zufrieden? Ja, glaube schon. Meine erste Kritikerin von dem her. Ja, nein, glaube schon. Und eine harte Kritikerin? Ja, sehr. Sehr. Ja, wenn du den ganzen Tag einen Song schaffst, dann denkst du, schau mal, ich habe das gemacht. Also, ich komme da gar nicht mehr raus. Also, hast du nicht noch einen besseren Text? Denke ich, oh, ich habe noch so lange am Text geschaffen. Das ist doch noch nicht gut. Mhm. Es ist voll legitim und es ist auch gut. Also. Dann gehen wir in die Schnellfragerunde. Ist das klar? Ja. Welches Wort brauchst du zu viel? Hure. Geht wie nicht als Papi. Mann, es ist hure gut, es ist hure cool, es ist hure super. Und für uns Luzern ist das so, ist das einfach mega. Und für Zürich geht das gar nicht. Das doch, so. Wir sagen es auch. Was sind deine Spitznamen? Das ist sehr persönlich. Maldi und der Merki. Mein Vater hat mir den Merki. Wer war dein erster Crush? Mein erster Crush? Das ist eine gute Frage. Ich habe viele Crushs schon im Kindergarten. Nein, lustigerweise, in der Sek bin ich mega Fan von der Blondie. Am Ende war sie irgendwie 50 oder so und ich habe sie so toll gefunden. Das wird nicht ausgeschaut, oder? Was machst du als erstes nach dem Aufstehen? Oh, den Emil rausholen. Weil du verwacht bist, weil er... Genau, weil er den Oki so gerührt hat. Macht immer so, pam, gut, Emil ist wach, auf. Guten Morgen. Vor was hast du Angst? Ja, vor dem Sterben? Aber vor dem Sterben? Vor dem Sterben, vor dem habe ich wirklich Angst. Aber woher kommt das? Keine Ahnung. Ich glaube, mich würde es einfach unglaublich
anschiessen, jetzt streben, ich habe noch so viel vor, ich will noch so viel machen im Leben. Was ist der grösste Abtörner? Furzen. Oh, die Kleider im Bett ist so grusig. Ich hasse Kleider im Bett. Weißt du, mit Strassenkleidern ins Bett gehen, ich finde das grusigste. Ich gebe mir für die Blut ins Bett. Das schlimmste Date, das du je gehabt hast? Ich habe gar nicht so schlimme Dates gehabt, im Fall. Ich habe gar nicht Dates gehabt. Ich bin mir gut von dir schauen. Welche Drogen hast du schon ausprobiert? Nicht. Also nur Hanf. Also Kiffen, Alkohol. Aber ich glaube, ich würde mega gerne mal LSD nehmen oder so. Ich habe das Gefühl, das hört man immer, das ist die Droge, die dich nicht irgendwie abhängig macht, sondern wirklich eine Bewusstseinserweiterung macht. Und das würde ich schon mal gerne erleben, was dein Hirn alles oder kann machen. Das muss, glaube ich, schon krass sein. Aber die Angst, dass eben noch irgendetwas ist und so dachte, ja, ist das wert? Nein, oder nicht. Das lustigste Kompliment, das du bekommen hast? Ich weiss, wir sind einmal mit meinen Freunden sind mal in den Ausgang gegangen und haben uns alle einfach extra ganzen blöde Frisur gemacht und wir haben tatsächlich ernsthafte Komplimentfrisuren bekommen. Bist du sicher, dass es ernst gemeint ist? Ja. Und wie hast du den Ausgang? Das war eine Abend gesehen. Hey, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich drücke die Daumen, dass du deine neuen Songs schon bald kannst vor Publikum spielen kannst. Danke, das hoffe ich sehr fest auch. Ja.